Folge Arc Storyline. Ich bin mal wieder mit dem Argentavis unterwegs und zwar in Richtung, oder beziehungsweise wir sind ja schon da, Rockwells Garten. Wir haben ja inzwischen alle X-Tiere von der Eden-Seite gezähmt und es gibt natürlich, X-Tiere sage ich, R-Tiere heißen sie ja hier. X-Tiere waren es ja auf Genesis 1, jetzt sind es R-Tiere. Hier gibt es ja jede Menge anderer R-Tiere, zum Beispiel den Dilo und den Ketz und den Giga und so weiter und so fort. Und ich möchte mir, damit vielleicht das Zähmen einfacher ist, wenn ich irgendwie sowas wie Narcotics oder Trank Darts herstellen will, einen ganz, ganz kleinen Außenposten hierhin machen. Und ich hatte mir überlegt, dass ich am liebsten eigentlich so eine Klippenplattform hier irgendwie aufbauen möchte. Und das soll nach Möglichkeit irgendwo sehr zentral sein. Also irgendwo in der Mitte von der Mitte. Also irgendwo in der Stadt oder an der Stadt oder um die Stadt. Mal gucken. Und dafür fliegen wir jetzt hier so ein bisschen rum und gucken mal, wo ein schöner Spot wäre. Ob es jetzt wirklich direkt in der Stadt oder nur in der Nähe davon ist, weiß ich noch nicht. Da sollte es natürlich einiges an Ressourcen geben. Also wir sollten an Fasern, Stroh und Holz kommen. Vielleicht auch Pilzholz. Das ist ja, glaube ich, hier nicht so schwierig. Steine sollten wir haben und vielleicht auch noch irgendwie Metall. Eventuell auch Kristall. Das ist aber nicht ganz so wichtig. Aber Metall, hier sehen wir zum Beispiel so einen R-Ketzal, ne, mit seinen bunten Flügeln. Die waren ja vorher mehr oder weniger einfarbig. So ein See ist natürlich auch nicht schlecht, in der Nähe zu haben. Denn eventuell wollen wir hier mal was trinken, ohne dass wir da gleich umgebracht werden. Ja, Klippenplattform deswegen, weil ich traue dieser Region hier nicht so ganz. Ich halte die für sehr gefährlich. Und mit einer Klippenplattform, da bin ich ja so ein bisschen vom Boden weg. Da passiert mir vielleicht nicht so viel. So, jetzt müssen wir halt mal ein bisschen gucken, wo es schön ist. Ich glaube fast, ich finde eigentlich die andere Seite ein bisschen schöner als diese hier. Mal sehen. Was war das? Ach, hier gibt es überall so komische Geräusche. Jetzt hängt es wieder. Ach, ist das ein Traum hier. So eine tolle Aussicht wäre natürlich auch nicht verkehrt. Wir wollen dann da auch noch irgendwann mal so ein Bett draufstehen, dass wir vielleicht einen Respawn-Punkt haben. Dass, falls wir mal sterben sollten, wir hier irgendwo in der Nähe wieder zu uns kommen können. So, man könnte natürlich auch überlegen, ob man hier auf irgendeiner Plattform, dann brauche ich eigentlich die Klippenplattform gar nicht, aber auf irgendwie sowas hier zum Beispiel baut, dann, also gerne auf einer Stelle, wo halt nicht unbedingt Tiere spawnen. Ist das hier Metall oder was ist das hier? Nee, das ist einfach nur Stein. Das sieht so komisch aus. So. Ja, genau. Also wir fliegen jetzt hier mal so ein bisschen links und rechts von der Stadt hin und her und gucken, ob wir irgendwo einen Punkt finden, wo es eventuell eben auch noch Metall gibt und der eben sehr hübsch ist. Ja, wie gesagt, die andere Seite gefällt mir eigentlich ein bisschen besser. Die ist ein bisschen mehr mit den Felsen und den Flüssen irgendwie interessanter ist. Die ist so ein bisschen eintönig. Ja, oder man überlegt, ob man halt wirklich direkt in der Stadt sich so eine Klippenplattform irgendwo hinbaut. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt noch von den Tieren, die es tatsächlich jetzt nur auf Genesis 2 gibt, noch den Voidwurm oder Würm zu zähmen. Da brauche ich aber dieses Mutagel für. Also man muss ihn zuerst irgendwie runterballern, bis er fast tot ist. Ich glaube, der darf noch 10% oder so von seiner Gesundheit haben. So viel muss man den verletzen. Wenn man das gemacht hat, dann kann man halt auf den aufspringen und muss den ähnlich wie ein Pferd einreiten, nur dass man halt das Pferd zum Beispiel mit Mohrrüben füttern kann. Aber den Voidwurm, den muss man halt mit Mutagel füttern, also, oder? Nee, Mutagen war es, das teure Zeug, meine ich. Und ja, weil es eben das teure Zeug ist, ist es eben ganz schön teuer. Und ich habe noch kein einziges Mutagen. Ja, Mutagel haben wir ja mal irgendwie ein bisschen was abgebaut, aber Mutagen haben wir nicht. Oder hatten wir aus dieser einen Pflanze welches bekommen? Ich glaube nicht. So, ja, vielleicht da oben so mit den Wasserfällen, das ist ganz nett. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Klippenplattform in der Hosentasche und so ein paar Strukturen für so ein ganz kleines Haus. Es wird auch wirklich nichts Besonderes. Es geht nur darum, dass da vielleicht ein Schrank drin ist, wo ich mal Sachen reintun kann. Dass da ein Bett drin ist, dass ich wieder spawnen kann.
und dass ich mir zur Not vielleicht mal ein paar Narcotics in einem Mörser herstellen kann oder so. Oder vielleicht eine Werkbank noch, damit ich mir Darts, Strength Darts herstellen kann. Ja, mehr muss es so wirklich nicht sein. Oder der da, der ist auch klasse, oder? Oder der hier. Ah, sind alles so interessante Dinger. Ja komm, der hier ist doch cool. Also wenn hier jetzt keine Tiere drauf sind. Oh, da ist eine Kiste. Another journal entry ja, from the ship's ich habe sie database. Vorher gesehen. Huh. Wonder, who left this one? Interessiert mich jetzt gar nicht. Warte mal, ist der hier oben drauf? Ach, irgendwo unten drunter. Aber es sieht nicht so aus, als würden hier irgendwo Tiere spawnen, oder? Also ich sehe keine. Haben wir hier Metall? Nee, also wir haben Holz, wir haben Fasern, wir haben Stein. Das ist schon wieder der nächste Felsen. Habe ich hier nicht gerade irgendwie so ein Metallböppelchen gesehen? Ja, hier unten drunter. Nee, aber ich finde es trotzdem cool. Oder der da? Hier ist Obsidian. Ist ja auch nicht verkehrt. Und ein Metallklumpen oder so. Na komm, wir bauen unsere Plattform hier oben dran. Vielleicht hier auf die untere Etage. Wie gesagt, wir brauchen jetzt die Plattform hier nicht so unbedingt, aber irgendwie... Müssen wir mal gucken, ob man die überhaupt irgendwo... Ah ja, da ist doch schon mal gut. Hehe. Cool. Gefällt mir. Ja, da ist Wasser. Sehr schön. Hübsche Örtlichkeit. Man kann ja auch überlegen, ob man hier sowas wie einen kleinen Zehmkäfig oder so baut. Vielleicht auf die Plattform, obwohl wenn die aus Holz ist, geht die vielleicht auch kaputt, oder? Weiß ich jetzt nicht so genau. Hm. Dann bauen wir vielleicht wirklich eher so das Haus hier so hin. Vielleicht irgendwie so, dass man auch oben noch aussteigen kann. Gehen wir hoch. Ja, jetzt ist doch einfacher hier abzusteigen. Ach, das snappt unten drunter. Das ist ja verrückt. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Links oder rechts? Hier oder hier? Hier ist vielleicht schöner. Dann kann man hier so die Tür machen. Oder passe ich dann da nicht mehr durch? Wahrscheinlich passe ich dann hier nicht mehr durch die Tür, weil ich jetzt ja schon die Böschung sozusagen ein Stück hochgegangen bin. Das ist vielleicht sinnvoller, man macht die Tür irgendwie hier so hin oder falle ich dann in ein Loch. Naja, wir können ja auch noch ein Ceiling dran machen. Oder noch eine Foundation oder irgendwie sowas. So, Türchen rein in die Tür. Ja, wie gesagt, es geht jetzt einfach nur darum, hier so eine Art kleinen Miniatur-Hideout zu haben. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Tür mit einer Treppe nach vorne. Zack. Hä, Moment mal. Wo sind die ganzen anderen Wände? Ich hatte doch eigentlich genug Wände mitgenommen. Ja, sowas ist ja immer toll. Freude, Freude. Dreh dich mal so rum, genau. Dann haben wir ein Kabel dabei. Und wir haben eine Steckdose dabei. Ich habe jetzt natürlich noch nichts, kein Benzin oder so. Wir haben einen Schrank. Kann man ja schon mal hier hinstellen. Plopp. Okay, jetzt brauchen wir halt tatsächlich doch nochmal irgendwie die Wände. Hä, ich habe die extra hergestellt. Wo sind die denn alle schon wieder? Ganz toll. Naja, ist jetzt nicht so wahnsinnig toll. Kann man natürlich schon nochmal herstellen. Können wir gleich mal gucken, wo kriegen wir jetzt hier irgendwie Stein her? Also wie gesagt, Holz gibt es hier oben. Das hier ist doch auch Stein, oder? Ich habe jetzt nicht den Bergbaulaser extra eingeschickt. Ach, hier kommt sogar direkt Lehm raus. Das ist auch interessant. So, ein bisschen was hiervon. Ein bisschen was davon. Und wir sind schon wieder voll.
Mal. Brauchen wir mal. Oh Gott, so wenig nur, wie niedlich. Brauchen wahrscheinlich noch mehr Steine. Ich muss irgendwann auch noch mal gucken, wie viele von diesen Explorer Notes wir schon haben, wie viele wir noch brauchen. Denn wenn man alle Explorer Notes hier gesammelt hat, dann meine ich irgendwie gehört zu haben, dann kann man auch noch mal 5 oder sogar 10 Level dazu kriegen. Also so wie wenn man irgendwie eine Art von Aufstieg gemacht hat. Also man kann halt den Boss besiegen und oder diesen ja, diese ganzen Explorer Notes sammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob beides geht. Lauf mal ein bisschen schneller. Das dauert mir hier immer alles viel zu lange. Vielleicht hat auch einfach Stroh gefehlt. Ja, offensichtlich. Okay, ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. So, brechen wir mal ab. Da drüben ist es. Da können wir nämlich vielleicht noch eine Ceiling machen und noch einen anderen Türrahmen. Ich sage, so viel brauchten wir jetzt gar nicht. Jetzt habe ich es hier in die 8 getan. Zack. So. So. Und dann wollte ich hier nämlich so ein nettes Spitzdach wieder hinmachen. Und zwar hier. Nee, das ist ja dann die andere Seite. So. Und das hier noch. Nee, falsch. So rum. Und so rum. Und Schrägdächer. Wobei, wenn man Schrägdächer über solche Türen setzt, dann passt man da manchmal einfach nicht mehr durch, durch die Tür. Muss man immer kriechen. Achso, ich hatte, ja, die einen waren S+, die anderen waren wieder nicht S+. Ich habe einfach die Reste sozusagen aus meinen Schränken genommen, damit ich nicht so viel neu herstellen muss. Das ist ja die Frage, passen wir jetzt noch durch? Ja, das geht. Brauchen sogar nicht zwangsläufig eine Ceiling, aber wir gucken mal, ob wir uns vielleicht noch eine leisten können. Ceiling. Jawohl. Zack. Haben wir so einen kleinen Steg. Sehr schön. Und dann wollte ich nochmal gucken. Ich wollte noch so ein Double Door. Dub. Ja, da fehlen uns wieder 30 Steine. Und dann brauchen wir auch noch die eigentliche Tür dafür. Gibt es denn hier unten auch Stein? Ne, ich glaube nicht. Was ist das? Das ist ein Stück von einem Baum, ne? Doch, hier ist doch Stein. Sehr gut. So, und schon ist unser kleines Häuschen fertig. Können ja schon mal irgendwie den Kram, den wir jetzt erstmal nicht mehr brauchen, und da hängt es wieder, erstmal hier rein tun. Vor allem das ganze Lehm. Wer braucht denn sowas schon? Lehm. So, das packen wir da rein. Habe ich aus irgendeinem Grund wieder tonnenweise davon gemacht. Okay. Darts und so ein Kram, das habe ich jetzt dabei. Eine schmelzende Bergbank wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und ein Mörser. Ich glaube, für einen Mörser braucht man ziemlich viel Stein. Ah, und Leder haben wir auch nicht. Okay. Na, Leder kriegen wir ja mit dem Argentavis ziemlich easy. Stein suchen wir uns auch nochmal. Wir gucken mal, was hier in dem roten Loot ist. Also ob man den hier unten aufmachen kann oder ob der da irgendwo sonst wo drin verschwunden ist. Ja, ist er. Wenn man sieht es hier rauchen, na, man kommt nicht ran. Also das muss ich sagen, das ist echt schade. Das ist mir hier auf der Rockwell-Seite schon so oft aufgefallen, dass es hier Loots gibt, an die man einfach nicht rankommt. Die sind einfach in irgendwelchen Formationen, Felsformationen drin. Manchmal sieht es sogar so aus, als käme man ran und man kommt halt trotzdem nicht ran. Das ist echt blöd. Also das ist hier sehr, sehr häufig der Fall.
Ihr Kackviecher, ihr habt kein Leder. Ich brauche Leder. Ja, schon bei unserem allerersten Ausflug, da waren, glaube ich, die ersten 3 oder 4 Loots, die ich aufmachen wollte. Die ging alles nicht, weil die alle im Boden feststeckten. Also es war natürlich immer andere, nicht immer der gleiche. Oh, schade, jetzt hat er gerade da den toten Pachi gefressen. Ah, guckt sie euch an, da sind sie wieder. Die Shadowmanes. Ah, die Farben, ne? Die sind einfach so schön. So schön. So, so schön. Mein Gott, es sind ja auch unglaublich viele Spinos hier. Und unglaublich viele Shadowmanes. 1, 2, 3, 4. Mindestens. Krass. Ich traue mich überhaupt nicht irgendwie irgendein Tier anzugreifen. Das heißt, ich kann eigentlich diese fleischfressenden Pflanzen einen auch vom Reittier runtergrappen? Vermutlich, ne? Das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt ausprobieren. Hier, du siehst ja schon so angegriffen aus. Nehmen wir dich vielleicht ganz tot? So. Da ist ein Capro, da waren wir auch nicht so tief runter. Da ist noch einer. Die sind... Oh, das ist ein Eurypterid, okay. Schnell weg, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Da hat sich die Pflanze wieder irgendwas geholt. So, was wollten wir noch? Ist das Trodons? Ja, Trodons. Wir wollten noch eine Schmiede, das heißt, wir brauchen ein bisschen Metall. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo hier so ein Metallklümpchen war. Ich glaube, hier gibt es ein bisschen mehr oder besser verstreut als auf der anderen Seite. Okay, wollen wir mal gucken. Wir hatten jetzt den Mörser gemacht, ne? Wir brauchen noch die Forge. Aha, brauchen immer noch 35 Steine. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Stein? Hm. Ist das hier ein abbaubarer Stein? Ja, wa? Reicht ja eigentlich schon. So, brauchen wir auch noch eine Forge. Zack. Okay. Davon einer. Stellen wir mal hier in die. Hier so hin. Dann können wir die Werkbank daneben stellen. Wir hatten ja auch schon Metall gefunden. Beziehungsweise wir haben es abgebaut. Rinder mit. Man braucht ja nicht so viel für eine Werkbank. Okay, was braucht man denn noch? Ein Bett wollten wir noch machen. Erstmal den hier. Den stellen wir einfach mal so ganz dreist davor. Gucken wir mal nach einem Bad. So, haben wir unseren Spawnpunkt. Und dann gucken wir mal, was wir theoretisch für eine Schmitti brauchen. Vielleicht fehlt uns ja außer Metall noch was anderes. Nochmal 13 Leder, okay. Dann holen wir uns nochmal schnell Leder. Währenddessen schmilzt ihr das Metall ein. Und dann haben wir hoffentlich bald alles. Und dann können wir mal gucken, ob wir noch irgendwie einen guten Dilo finden. Den können wir ja auch hier oben in Sicherheit mehr oder weniger bringen. Dann wird er hier unten zumindest nicht gefressen, während er gezähmt wird. Was hast denn du hier so für ein Level? 25, das schaffen wir. Da hat ja vielleicht auch ein bisschen Leder dabei, ne?
Sehr schön. Gib mal her. Damit können wir auch gleich ein paar Narcotics machen, wenn wir sie denn brauchen. Wow, der hat aber viel Prime dabei. Nicht schlecht. So, reicht das schon mit dem Metall? Ja. Zack. Okay, dann packen wir ja auch das ganze Material wieder rein. Alles außer das hier, das brauchen wir ja nun wirklich nicht. Die habe ich auch extra für hier beschafft. So, das kann sowieso mal weg. Okay. Alles Baumaterial kommt jetzt hier rein. Da ist einfach mal mehr Platz drin. Ist das schon, ist das fertiger Lehm zum Bauen? Ja, ne? Sonst muss man den ja erst herstellen. Das ist echt cool. So, dann könnte man theoretisch das auch noch machen. Okay, dann werde ich mich jetzt hier über Nacht mal auf die Suche nach einem Dealer machen, einen guten. 130 oder mehr. Und wir bringen den vielleicht hierher, mal sehen, weiß ich noch nicht so genau. Und zähmen uns den, dann haben wir auch schon mal die erste R-Kreatur von der Rockwell-Seite. Okay, ich habe schon einen gefunden. 140. Ihr seht ja gleich, wie wenig weit ich nur geflogen bin. Seht ihr, hier drüben ist schon dieser Loot. Ah, jetzt ist er weg, na klar, weil wir ja die Region verlassen haben. So, ich denke mal, das kann hier mein Vogel ein Weilchen tanken. Damit ich mir hier mal das Gewehr schnappe. Mal anlege. Jetzt ist er still. Na sowas. Au! So. Jetzt ist er erst recht still. Hast du eigentlich noch Prime? Ja. Filet. Keine Ahnung, 2, 3 davon. Filet. Schwupp. So, das sollte ja eigentlich reichen. Blau und Rot. Sieht cool aus. Das Muster ist auch schön. Ist aber auch wieder so ein Tier, der war eigentlich vorher schon relativ vielfarbig. Kein schönes Muster, aber relativ vielfarbig. Oh, ah ja. Yum, yum, yum. Und wie viel hat das gemacht? Ja, der braucht insgesamt 3 Stück davon. Ja, cool. Nicht schlecht. Geh du mal lieber einen Schritt aus Sicherheitsgründen weg. Nicht, dass der jetzt von irgendwas angegriffen wird und dann hat sich die Sache hier drüben schon wieder erledigt. Sehr schön. So, dann haben wir die ja gleich. Ja, und dann haben wir eine weitere Folge, glaube ich, abgeschlossen. Ich müsste noch mal nachgucken. Hier waren es, ich glaube, in etwa genauso viele R-Tiere, die man zähmen kann, wie auf der anderen Seite. Nur, dass die meisten von denen, die hier zu zähmen sind, deutlich schwieriger zu zähmen sind. Also so an sich. Nicht, weil sie unbedingt viel gefährlicher sind, sondern also ein Ketzel ist einfach mal schwieriger zu zähmen als eine Schneeeule. So, also die Dilo gibt es hier. Haben wir jetzt ja gleich. Eine Carbonemis, da haben wir ja eigentlich schon 2 verdammt gute, aber ja, eben nicht mit der neuen Farbe. Ein Carno, also diese beiden Tiere, ne, Dilo und Carbonemis. Ich glaube, ich glaube, der Argentavis kann auch keine Carbonemis. Ich weiß nicht, ich glaube, der kann sie nicht tragen. Dann gibt es hier den Carno, das geht auch noch einigermaßen. Den Allo, die sind schon ein bisschen schwieriger, weil die ziemlich viele Trank-Zeug brauchen und aber echt schnell sind. Die muss man eigentlich echt einsperren. Obwohl, wenn man mit dem Tech-Suit drüber fliegt, müsste es eigentlich auch gehen. Ein Giga ist natürlich auch nicht so easy zu zählen. Erstmal, es gibt unglaublich wenige, vielleicht 2 oder, ja, vielleicht 2 auf der Map, wenn überhaupt. Also ich habe erst einen einzigen gesehen überhaupt. Ketzel gibt es zwar hier einige, aber, ja, irgendwie, ach so, das wackelt. Ja, diese Hexagonfelder, die wackeln so, weil wir noch fliegen.
Ja, ist natürlich, weil er nicht landet, auch nicht so ganz einfach. Wobei wir hatten auch schon welche gesehen, die am Boden festgesteckt haben. Ein Reaper, das ist natürlich echt schwer. Und vor allem, den gibt es nur da ganz unten, wo es auch die Noglins gibt. Und ein Velonasaurier. Aber ich glaube, den kann der Argentavis, weiß ich nicht, ob der den tragen kann. Auf jeden Fall ist es ja so, oder es war zumindest eine Weile so, vielleicht haben sie es ja wieder geändert. Also ganz am Anfang war es nicht so. Dann haben sie es eingeführt, dass wenn man einen Dilo, nicht einen Dilo, einen Velonasaurier, also wenn der auf einen schießt, wenn man mit einem Flieger an den rankommt, dann zwingt er den Flieger zum Absitzen. Hey, überleben wir? Zum Landen, ja. Und das ist natürlich echt, echt blöd gewesen. So, so und so. Cool. Wir warten nochmal, bis es Tag ist, dann gucken wir uns den an, wobei ich will die nicht hier lassen. Ich bringe den auf jeden Fall rüber, das können wir ja jetzt hier in der Dunkelheit nochmal machen. Wenn wir drüben ankommen, ist es vielleicht einigermaßen hell wieder und dann können wir uns den nochmal im Hellen angucken, ob er wirklich blau und rot ist. Ja, und dann ist die Folge an der Stelle auch schon wieder zu Ende. So, wir sind angekommen. Hier im Kryopod kann man ja sehen, was er jetzt für Farben hat. Also so orange und ein bisschen was Blaues ist dabei. Ziemlich cool. Hier wird einfach die Welt nicht mehr reingeladen. Hier steht auch nirgendwo noch irgendein Baum zum Beispiel. Ist ein bisschen nervig mal wieder. So, packen wir dich mal aus. Okay, ja, es ist schon wirklich hübsch, ne? Also sieht schon wirklich gut aus. Da kann man echt nicht meckern. Komm mal hier so ein bisschen in das bisschen Sonne, was wir haben. Ja, komm. So ist es fein. Ein Stück. Naja, also so halb. Jetzt sieht man es. Also so ein dunkelrot mit so hellblauen Streifen. Das sieht schon sehr gut aus. Also es ist ein schönes Muster, auf jeden Fall. Viele von den Rockwell-Tieren haben ja dieses labyrinthische Muster, sage ich jetzt mal. Das sieht so ein bisschen nach Labyrinth aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist jetzt recht früh am Morgen. Ich würde allerdings sagen, dass wir an der Stelle auch wieder am Ende unserer Folge von heute sind. Und, oh ja, die dunkeltürkisen Spikes auf dem Rücken sind auch ziemlich cool. Ja, ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.